Ja, hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu Tomb Raider. Nee, wir spielen. Was spielen wir denn nochmal? Lara Croft und die Vorgeschichte Ach der so, Osiris. genau, der Osiris. Nein, natürlich nicht. Wir spielen hier immer noch Last of Us. Und ja, ich soll hier... Fünf? Stimmt, wir haben ein paar Folgen schon zusammengeschnitten, wo ich schon gejagt habe. Das hat ein bisschen länger gedauert. Ihr befindet Ja, euch jetzt Ellie ist im jetzt erwachsen. Jahre Das ist. 2043. Ja, das ist das Enkelkind von Ellie. Genau, hier sieht man. Ja. Sie hat den Namen ihrer Großmutter geerbt. Ja, aber wir hoffen, dass wir das in der Folge jetzt mal schaffen. So, wo ist denn hier der Hirsch? Jetzt leise, da ist Ahirsch. Ah, Hirsch, wo denn? Ahirsch, der aus da den Berg hochgerannt, genau vor dir. Ja, ich möchte jetzt nicht zu schnell hier. Nicht, dass ich Und denk dran, knirsche. die Äste knirschen. Ja, Ganz leise. deshalb. Psst, der Hirsch holt. Was sagt ihr dem dummen Vogel da hinten? Der Vogel ist egal. Achso, der Vogel ist Guck mal auf egal. deine Schneespur. Ja, ich sehe ja die Schneespur. Guck mal hinter dir. Komische Schneespur. Ja, die ist halt sehr leicht, das Enkelkind von. Ich weiß gar nicht von wem. Ja, da, na wie, die kriegt ja nichts gejagt, das ist das Problem. Die hat ja nichts zu fressen. Seit Jahren. So. Ich versuche mal der Spur hier zu folgen. Ist ja auch der Urenkel vom Hirsch. So, hier ist ein Ast, da darf ich nicht rüber. Auf der Ding ist da. Wir haben, ja, sag ich ja, wir Gib sind. acht, Ellie. Ah, war zu Was, schnell. näher darf ich nicht ran? Bitte, bitte, was? Bitte? Wie soll ich das denn machen? Ich muss ja wenigstens irgendwie hier in die Nähe mal kommen. Ich möchte behaupten, es ist Absicht, dass da wegrennt, bis an einem gewissen Punkt. Na, hoffen wir es mal für mich. Kann ich mich denn irgendwie hier auf dem Baum verstecken oder so? Ist doch kein Affe. Das ist doch ein Kind, die springen immer auf Bäumen rum. Ja, schon, aber auf Tannenbäumen, also so. Ja, von hier werde ich dich nicht treffen, oder? Ich gucke mir einfach die Langsam. Entfernung. Kriege ich nie hin. Nein, bleib stehen. Ja, rennt nicht weg, er läuft noch. Jetzt langsam vorwärts gehen. So ein ganz kleines Stück vielleicht. Der hat aber getroffen.
hab dich. Na toll. Jetzt braucht er aber eine Blutspur. Der müsste doch jetzt auch langsamer sein. Gut. Dich noch an Red Dead erinnern. Du auf den Hirsch geschossen hast und da hast völlig freundlich weggehuppt. Ich wusste jetzt, weiß gar nicht, ob bei Red Dead, ob die da auch eine Blutspur hinterlassen hatten oder ob die. Das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht mehr. Was ist hier jetzt eine Blutspur? Da. Da. Na hier. Das ist auf jeden Fall hier hochgerannt. Ja, da ist er. Ja. Fuck! Der war zu hoch, oder? Oh ja. Mann. Dieser oh Mann. Ja, ich hab's ja auch gemerkt, während ich geschossen hab. Ja, doch mehr Zeit lassen. Das kann doch nicht sein. Oh Mann. Ja. Jetzt muss ich noch weiter hinterher trampeln. Wir frieren schon die Beine ab, weil ich nur Turnschuhe anhabe im tiefen Schnee. Ich schneide das einfach so lange, bis es der Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Enkel von Ellie ist. Und dann ist es auch ein Junge. Ich glaube nicht, dass er besser trifft mit deiner Steuerung. Wieso lebst du noch? Ja, das frage ich mich auch. Ich schau, wie daneben geschossen hat. Nein, ich habe erst einmal getroffen. Der müsste schon längst verblutet sein, so lange wie ich brauche. Vor allem, wie hier Blut rumliegt. Ja, guck, die Flecken wären noch größer. Er hat bestimmt einen Pfeil rausgezogen. Aber die werden wirklich größer. Also ich glaube, ich habe den doch ein bisschen getroffen. Wahrscheinlich muss man den dreimal treffen. Was hast du einmal getroffen? Gar nicht. Der hat oben das Fell berührt, der zweite Pfeil. Ach so, quasi ein Kratzer. Stimmt, da blutet so aus dem Kratzer. Was ist das für ein Ort? Hä? Wo ist denn dieser Hirsch? Nicht, dass da jetzt auch noch Klicker sind. Der Hirsch ist da unten in die Hütte rein. Ja, genau, sie ist in die Hütte rein. Das sieht man ja auf dem Boden in der Hütte. Ja, ja, ich sehe schon. Ach, der wohnt toll hier. Alles ist okay. Geil, der hat sich einen Stall gebaut. Während ich mich angeschlichen habe, hat er in der Zeit einen Stall gebaut. War dem auch zu langweilig. Da ist er doch. Siehste, verblutet. Vor Elend. Wer ist da? Komm raus! Hallo. Wir wollen nur reden. Eine falsche Bewegung und das hier geht ganz böse ins Auge. Das gilt auch für dich, Sportfreund. Was wollt ihr? Hirsch. Ich bin David. Das hier ist mein Freund James. Aha. Wir sind eine sehr große Gruppe. Süßes Frauen, Kinder. Und wir haben alle großen Hunger. Wie bei mir. Frauen und Kinder. Und alle haben viel Hunger. Was, etwa? Tja, vielleicht können wir dir was für das Fleisch da geben. Was brauchst du? Mehr Fleisch. Waffen, Kugeln, Kleidung. Medizin! Habt ihr vielleicht Antibiotika? Oh ja. Im Lager. Der lügt doch. Du kannst mit uns kommen. Ich gehe nirgendwo mit euch hin. Dein schweigsamer Freund da kann sie holen.
Wenn er damit wiederkommt, gehört das Fleisch euch. Wenn jemand anders kommt... Dann geht das ganz böse ins Auge. Genau. Schlauer Junge. Zwei Flaschen Penicillin und eine Spritze. Und beeil dich. Geh schon. Das Gewehr nehme ich. Na klar. Jetzt zurück. Die hätte niemals so viel Kraft, so lange die Spannung zu halten. Doch, doch. Das ist ja der Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Enkel von Ellie. Das wird ein bisschen dauern. Wollen wir uns vielleicht da hinten unterstellen? Dann nimm ihn mit. Rotzel. So ab in Schnee. Na also. Du solltest wirklich nicht allein hier draußen sein. Ich mag's, wenn ich allein bin. Verstehe. Wie heißt du? Warum? Okay, ich verstehe, es ist nicht leicht, ein paar Fremden zu vertrauen. Und der Verletzte, du machst dir große Sorgen. Es wird bestimmt alles gut. Vielleicht. Sorry. Okay, ich hätte jetzt wirklich gerne mein Gewehr zurück. Nein, du hast eine Pistole. Ich hoffe, du kannst damit umgehen. Klar. Spielt. Ich mach das schon. Keine Angst. Hoffentlich. Ich geh mal hier rüber. Bewacht die Fenster. Okay. Klar. Versteck dich. Immer hier ins Feuer. Schieß! Jetzt musst du nur sitzen. Ja, saß er doch. Beinschlag oder erwischt. Andere Seite. Den kenn ich doch nicht, warum soll ich den beschützen? Der hat doch auch eine Waffe. Hm, du hast ja keine Munition mehr. Du hattest recht. Du kannst mit dem Ding besser schießen als ich. Sammel ein. Da war doch nichts. Hilf mir mal. Und klar, da war Munition. Oh, Mädel. Was denn? Da, Muni. Hast du recht. Hilf mir dabei. Nee. Du machst es doch ganz gut. Das sieht doch gut aus. Ja, komm, so lange kann ich mich nicht konzentrieren hier. Oh, ups. Ja, da war ich schon. Der ist mir voll in die Schussbahn gelaufen, hast du gesehen? Ja, das war Absicht. Nichts hier drüben. Ich hab hier nichts mehr. Da kommen eine ganze Menge auf uns zu. Ja, ich sehe sie. Wir sind hier drin. Nur zwei Schuss. Sollen wir mal gucken, ob die Leichen was haben? Hier, ja. Nimm die Munition. Der Bogen ist doof. Echt?
Das geht nicht wie bei Tomb Raider mit Maschinen-Turbobogen. Rechts hier drüben. Ja, jetzt wirklich auf die Waffe bleiben erstmal. Das sagt ja wahrscheinlich weiß ich gut zu sein. Doch, da kommen eine ganze Menge auf uns zu. Ja, ich. Welche Seite arbeitest du noch mal? Du wirst denn, ich kenne ihn noch gar nicht. Oh je. Nichts hier drüben. Doch, da kommen eine ganze Menge auf uns zu. Ja, ich sehe sie. Hier sind Infizierte drin. Wieso hat er die nicht? Jetzt gucken wegen Muni. Ja, ich mach ja schon. Hier, nimm das. Mann! Muni war rum, wo? Der gibt ja vor allem noch Muni. Du hast wieder Gewehr, Muni. Das kannst du wieder aufsammeln. Ja, ich mach ja schon. Wir müssen hier raus. Ne, geh weg! Ich halte sie auf. Bewach die Treppe. Nein! Wie? Ich halte. Wie unlogisch. Komm jetzt hier durch. Okay. So ein Glück. Oh. Weißt du, wo es lang geht? So ein Glück aber, wow. Na toll. Alles frei. Hier lang. Ich folge dir. Den will ich aber gar nicht. Ich mag den nicht. Ich finde den unsympathisch. Ja, aber weißt du, was der machen will? Wie er das jetzt hinduckt. Den war mir nie gesagt, du sollst nicht mit Fremden mitgehen? Ja, deshalb gehe ich wieder zurück. Ich gehe lieber zu den Klickern. Sind ja eh weg. Können wir das wieder wegschieben? Die klopfen noch. Scheint wieder nervt zu gehen. Warum wie kannst du ja gar nicht? Na, der wartet ja. Ist ja sehr freundlich. Alles in Ordnung? Ja, du musst dir um mich keine Sorgen machen. Okay. Folge mir. Und pass auf! Ach, du nächste Waffe verletzt. Ist klar? Ist okay. Mehr Klicker. Verschwinde da! Viel Glück! Aha. Hab ich Messer oder sowas? Möchte ich nicht behaupten. Vielleicht doch eher lautlos mit dem Bogen. Ja, weil ich das so gut kann. Ja, aber Zeit, dass du es übst. Geht nicht, die laufen weg. Sieht so gut aus. Mein Pfeil kannst du sogar wiederholen, ey.
der nächste. Ich wollte gerade sagen, wenn du für den jetzt U5 brauchst, dann sieht es schlecht aus. Alter. Das will ich nicht machen. Geh langsam vor und hol dir die Pfeile. Pfeili. Ja, da ist ja noch einer vorne bei dem. Aha. So, jetzt stand doch hier in der Ecke noch einer die ganze Zeit rum, hat drauf geguckt. Guck mal, ob du den Claire auf den Kopf triffst, dann durfte eigentlich direkt weg sein. Die halten zwei Köpfe aus. Schade. Da ist ein Pfeil irgendwo. Oben. Ja, aber hilft mir einer nicht. Ne, der eine, der jetzt gerade hier rumgelaufen ist, das sah aus wie ein normaler, oder? Der? Da ist auch nur einer. Zum Gewehr wegnehmen. Ja, zufrieden gemeistert. Ja, ich bin selber überrascht. Und ich spiele wirklich selber. Ich bin's nicht, ich habe gerade die Hände verschränkt. Ja, das hätte man gemerkt, wenn du spielst. Aber ich könnte ja jemanden hier angestellt haben. Ich glaube, der hätte nicht vorbeigeschossen mit den fünf. Mit den Pfeilen. Doch, Lucky schon. Alles klar? Oh, da bist du ja. Komm schon, da ist die Tür. Sein Revolver hat mehr Durchschlagskraft als dein Gewehr. Ja, ich will sein Gewehr haben. Revolver. Revolver, ja. Dann kriegt er das Gewehr wieder, so wollte ich das sagen. Das war knapp. Wir müssen da hoch. Kein einziges Klebeband, ey. Wo haben wir das alles gelassen? Wir hatten so viel Klebeband. Ja, das hat doch der Typ, der musste sich davor arzten. So. Was ist jetzt mit dem hier? Was? Ich hab dem nicht zugehört. Kann ich hier hoch? Hier! Ja, komm mal rum. Komm her, hilf mir rauf! Okay, fertig? Yep. Dann los. So, jetzt renn weg. Lass sie einfach unten stehen. Beeil dich und halte nach ihnen Ausschau. Schon klar. Ist keiner. Ja, irgendwo sind ja noch welche. Hört's ja auch noch. Einer. Unten ist einer. Was ist da oben los? Alles okay? Nix. Ja, alles okay. Easy. Ja gut, unten interessiert dich jetzt nicht so, das kann der ja machen. Ja, ich hab nur geguckt, nicht, dass sie hier nach oben kommen.
mein Digga. Ich muss ihm helfen, oder? Da liegt ein Leiter, ne? Ja, muss ihm helfen. Okay. Bitteschön. Hallo. Gut, Achtung. Ich glaube, du musst hier runter. Aber der hätte ihn doch unten erstmal platt machen können. So. Geh hoch. Geh hoch. Jetzt die Leiter umschmeißen. Na los. Geht nicht, ne? Durch die Tür. Welche Tür? Ah, hörst du es? Klick den Klicker im Baby. Kommt doch gleich einer ran. Wir müssen hier irgendwie raus. Kein, okay, da kommt gleich jemand ran. Was ist das? Was? Die haben Spaß? Scheiße, Klicker, pflanze sich vor. Schon jemand gegen sie verloren. Oh Gott. Wir haben diese Jungs gesucht. Egal. Ah, wir haben sie gefunden. Nimm die Ausrüstung. Ich suche nach einem Ausgang. Nichts herstellen? Wieso? Guck erstmal, was da alles liegt. Da liegen zum Beispiel Stachelbomben. Schau dich nach nützlichen Sachen um. Siehst du was? Das ist deine Sackgasse. Was haben sie hier bloß gemacht? Was machen wir jetzt? Wir halten statt. Haben wir eine andere Wahl? Sterben. Gut. Du könntest jetzt was herstellen, ne? Bereit machen. Ich bin noch nicht fertig. Ich brauche Hilfe! Ist ja gut. Ja klar, ich glaube, nach hier oben. Ja, klar. Was ist denn das für ein Assi, ey? Oh. Da hat tief gesessen. Hauptsache tot. Ich kann jetzt nicht auf die Gefühle von denen Rücksicht nehmen. Alle. Guck mal, ob die Munition liegen haben. Hörst du das? Sie sind auf dem Dach! Ich weiß! Ich dachte, das wäre der Typ. Das ist der Typ stirbt. Alter.
Oh, scheiße. Da liegt überall Muni rum, du musst ihn einsammeln. Das war geplant. Okay. Sah nicht so aus. Das Gefühl habe ich aber nicht. Da kommen mehr. Wie viele von denen gibt es denn? Keine Ahnung. Jetzt so langsam werde ich ein bisschen panisch, muss ich sagen. Da links! Nachladen, check, verdeck, verdeck. Die Folge ist auch Ende. Ja, ja, ich wollte gerade sagen, die Folge ist auch vorbei. Oh nee, es gibt so einen gewissen Punkt, da werde ich dann zu hektisch, wenn dann so viele kommen. Es tut mir leid. Aber der Gerbi macht das in der nächsten Folge. Bestimmt. Nein, ganz da bin ich super krank. Toll, du bist immer krank. Entweder hast du gebrochene Daumen oder bist krank. So ja. Geht das nicht, da müssen wir mal drüber reden. In unserem Vertrag steht was anderes. Ich war bezahlt? Nein, 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 so, nee. Ach, dann spiele ich das weiter, wenn ich meinen Lohn der letzten 3 Monate kriege. Ist klar. Ja, so, bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Tschüssi. Tschüssi.